Hallo und herzlich willkommen zurück bei Triavi. Heute gibt es gleich drei Themen, weil ich habe jetzt ein paar Wochen ausgelassen, war beschäftigt, das kann ich euch sagen auf jeden Fall. Und deswegen gibt es heute die Themen Halbmarathon, Baby und Ordnung. Und los! So, jetzt zum Thema Halbmarathon. Also, ich habe ja gesagt, ich mache den Leipziger Halbmarathon mit. Das war jetzt vor ungefähr 3,5 Wochen und ich hatte mich super vorbereitet. Grünkohl. 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 Rote Beete-Saft. Zwiebel, Knoblauch. Ich habe alles genommen. Ja, und dann war der Sonntag da und ich bin früh aufgewacht und habe gesagt: Today is race day. Und als ich gerade auf Aufnahme beenden gedrückt habe, klingelt mein Handy und dann musste ich schnell los. Deswegen konnte ich also beim Leipziger Halbmarathon nicht teilnehmen und es sollte ja für mich so ein bisschen so ein Formtest sein, weil man sagt ja so ungefähr bei der Mitteldistanz die Zeit, die man bei einem einzelnen Halbmarathon läuft, plus 10 bis 15 Minuten ist das, was man bei einer Mitteldistanz läuft, und um das ein bisschen abschätzen zu können, will ich halt gerne nochmal einen Halbmarathon machen. Hab nochmal geguckt, was in der Region hier noch so los ist, und da ist am kommenden Wochenende, also am 7. Mai, jetzt quasi der Goldsche Marathon, und da gibt es einen Halbmarathon und den werde ich jetzt nutzen, um da teilzunehmen. Ja, kommen wir also jetzt zum Baby. Also kurze erste Einschätzung von mir. Baby ist schon was Verrücktes. Alles ist ein bisschen anders. Wir haben ziemlich viel Glück mit unserem kleinen Baby hier. Der macht sein Ding ganz gut. Haben zum Glück nicht so viele Querelen, wie vielleicht irgendwie andere Eltern das haben. Also er ist relativ entspannt und macht sein Ding und macht ziemlich großen Spaß. Also das ist alles tipptopp und ja, ist einfach mega cool. Und jetzt zum Thema Ordnung. Also auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass hier in den ersten 2-3 Wochen echt das mega krasse Chaos war. Das sah meistens so aus. Marc! Marc! Magdalena! Wo ist denn meine Laufhose? Wo ist denn meine Pulsuhr? Wo ist denn meine Fahrradhose? Marc! Wo ist denn die blaue Laufmütze? Wo ist denn die blaue Laufmütze? Alles war irgendwie nicht mehr aufgeräumt, alles lag rum. Überall waren riesen Berge. Marc! Von Sportsachen, manche ein bisschen geruchsintensiver, andere weniger. Deswegen heißt es jetzt Ordnung schaffen und damit Zeit sparen und damit mehr Zeit für Sport. Los geht's! Okay, also das ist der Schrank, wo ich eigentlich mal geplant habe, irgendwie alle Sachen unterzubringen. Und das ist der Haufen, der sich vor dem Schrank immer breit macht. Ja, und so sah der Schrank dann meistens aus, wenn ich ihn aufgeräumt habe. Und ich verbringe wahrscheinlich jeden Tag mindestens 10 Minuten auf der Suche nach dem richtigen Equipment, weil es irgendwo hier im Schrank gelandet ist. Und die 10 Minuten will ich ab jetzt für Training verwenden. Deswegen versuche ich jetzt hier ein neues Thema zu initiieren. Und zwar damit. Magdalena!
also Ordnung und ich habe jeden Tag 10 Minuten mehr, um zu trainieren. Das Video hier ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie kann ich YouTube-Star werden und Haushaltsaufgaben erfüllen. Top! Top-Tipp für alle, die denken, YouTube schaffe ich nicht. Macht einfach einen Channel darüber, wie ihr eure Hausaufgaben macht. Oder aufräumt. Die Abonnentenzahlen werden dadurch auf jeden Fall in die Höhe schießen. Also, ich kann kurz zusammenfassen. Halbmarathon Leipzig werde ich ersetzen durch den Goldscher Halbmarathon. Baby ist da, Baby macht Spaß, Baby ist super. Durch mehr Ordnung, mehr Zeit für Sport und Marc und Baby. Videos drehen, während man Haushaltsaufgaben erfüllt und dadurch reich werden. Das ist also das, was ich euch mitgeben will in diesem Video. Ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Wer jetzt noch nicht meinen Kanal abonniert hat, kann ich mir kaum vorstellen. Aber den bitte ich dringend, meinen Kanal zu abonnieren. Hier, da oder da. Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche an der Goldsche. Bis dann. Ciao, tschüssi.